Oh mein Gott! Wilko, ich kriege ein Dauerschleife-Geld! Was? Alter, so was? Verdoppelt der Geld? Was? Alter. Das funktioniert! So erhängt er sich Geld! Jo Freunde, in diesem Video habt ihr natürlich auch die Chance auf ein nagelneues iPhone X mit 256 GB. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video positiv bewerten, ein nettes Kommentar schreiben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ihr habt Chance auf dieses iPhone X. Das Ganze geht nicht mehr so lange, deswegen mitmachen lohnt sich und das Ganze ist auch kostenlos. Und Freunde, noch eine richtig coole Info. Wir haben immer noch einen Ostersale, der geht nur noch bis zum 8.4. Das, wenn ihr Bock habt auf einen coolen Rang auf Durchrasten, dann checkt den zweiten Link in der Videobeschreibung aus. Zum Beispiel, wenn ihr Bock auf den Griefergott-Rang habt, bekommt ihr verdammt viele, viele coole Rechte. Die Liste ist verdammt lang. Oder auch der Emerald-Rang ist auch verdammt cool. Einfach mal abchecken. Der Link ist oben in der Videobeschreibung. Ihr seht schon, alles verdammt cool reduziert. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Freunde? Wir sind gerade auf durchrasten.de. Mit dabei ist heute Wilko. Was geht ab, Freunde? Wir sind gerade auf City Build Diamond, Freunde. Und ich schreibe hier schon die ganze Zeit mit einem User. Denn, Freunde, der bietet etwas so verdammt Krasses an. Ich möchte euch noch nicht zu viel verraten. Aber das Grundstück wurde gereportet. Und, Freunde, es ist verdammt krass. Quasi eine neue Folge Hacker-Scammer suchen heute. Aber wir haben ja hier schon unser Grundstück. Und ich drehe mich um. Es geht quasi um dieses Grundstück heute. Also, Wilko und ich dachten uns, wollen wir das jetzt wirklich in dem Video zeigen? Und wir dachten, ja, Freunde, weil ihr da immer drauf steht und das so gerne sehen wollt, machen wir das heute einfach mal ausnahmsweise. Normalerweise zeigen wir sowas nicht, weil das echt krass ist. Was der hier veranstaltet und was der hier abzieht, ist, ich würde mal sagen, Freunde, nicht so cool. Auf jeden Fall echt auch verdammt krass, muss man dazu sagen. Das Grundstück ist verdammt unauffällig. Wir sind undercover übrigens unterwegs mit einem Undercover-Account. Und dieses Grundstück ist mega unauffällig. Ihr seht das schon. Hier steht einfach Shop. Und er hat das verdammt cool gebaut mit dem Quarz. Gefällt mir mega, mega krass. Ich weiß nicht, ob er mir schon geschrieben hat. Hat er mir geschrieben? Nein, weil ich habe die ganze Zeit mit ihm geschrieben. Hier, da steht er wieder. Oh Gott. Hi. Na, was geht ab? Der hat nicht mal einen Skin. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Hier ist so eine Feuerstelle. Ach, bist du wieder da, schreibt er. Hier sind so drei Armor-Stands. Alter, mit einem Wither-Kopf. Der ist verdammt wertvoll. Und dann sieht das echt krass aus, muss man sagen. Ja, ich schreibe mal. Ja, bin wieder da. So. Crimson Chief heißt er. Auch ein sehr spezieller Name. Da steht herzlich willkommen. Eigentlich cool. Und wie gesagt, mit dem Quarz sieht das verdammt cool aus. Jetzt hat er auch seine Rüstung an. Okay. Wir waren noch nicht richtig in dem Grundstück. Das ist jetzt selbst für mich neu. Hier unten bin ich noch nicht gewesen. Lager. Okay, hier ist sein Lager. Ach, hier kann man... Was ist denn das da unten? Okay, das ist jetzt wohl noch nicht so wichtig. Hast du jetzt das Zeug... Ja, das sieht echt verdammt krass aus da unten, ne? Hast du jetzt das Zeug besorgt? Freunde, ihr müsst wissen, ich habe jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten mit dem geschrieben, ein bisschen nebenbei. Und wir waren uns ja noch nicht sicher, ob wir die Aufnahme anschmeißen und das euch zeigen. Aber jetzt sind wir uns ja einig gewesen und wollten das euch unbedingt zeigen. Und ich habe mit dem ausgehandelt, dass er mir seinen Service, den er anbietet, zeigt für ein paar Enderdracheneier. Ich habe jetzt aber noch nicht geschrieben, wie viele. Wie viele willst du denn jetzt dafür? Ich kann mir ja mal welche geben. Dragon-Eck. Ich habe ja mit diesem Account Rechte dafür, Freunde. Jetzt haben wir 64 Dracheneier, die ja verdammt wertvoll sind auf dem Server. Für den vollen Service einen Stack. Ach so, ein. Ich habe, okay, gut. Ich habe mir jetzt noch einen gegeben. Ich dachte gerade schon. Ein Stack, Alter. Freunde, ein wisst Stack. Ihr, wie wertvoll das ist. Ein Drachenei kostet im Schnitt 1.000 bis 2.000 Euro, glaube ich. Ingame-Geld natürlich. Das heißt, wir geben ihm hier so ungefähr 100.000 Ingame-Geld mit einem Stack. Aber, Freunde, was wir dafür bekommen, ist verdammt krass. Und ihr müsst mir mal gleich dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil das würde mich heute wirklich interessieren, weil das halt, wie gesagt, so ein Ausnahmevideo ist, weil wir sowas normal ungern zeigen. Weil das, Freunde, ist so eine Sache, die eigentlich nicht jeder sehen sollte. Weil es halt, wie gesagt, verdammt verboten ist. Und jetzt hampelt er hier rum. Ich würde mir nochmal gern den Rest angucken. Das ist hier quasi sein Lager.
Und da drüben, was ist das? Rüstungsverkauf. Ja gut, darum geht's aber nicht. Also es geht um keine Rüstung, so viel kann ich schon mal sagen. Was ist denn dahinter? Okay. Birko, du bist hier im Vanish. Genau. Ja, ich gucke mir das die ganze Zeit an. Birko ist hier im Vanish dabei. Alter, Philipp, da unten, ne? Was du schon durch diese Glasscheibe gesehen hast. Ja, da ist so eine krass. Ich kann das ja nochmal. Alter, das sieht voll krass aus. Was das bloß ist. Ich glaube, damit macht er das, Philipp. Das Ding ist, es geht ja auch gar nicht viel tiefer. Ich weiß, dass wir hier zwei Kelleretagen haben und das müsste die letzte sein. Und oben? Haben wir nicht oben noch irgendwas? Gib weiß mir den Bums. Oben habe ich noch gar nicht geschaut. Er will, dass ich ihm unbedingt die Dracheneier gebe. Freunde, ich bin ein bisschen Schiss habe ich ja, dass er uns jetzt nicht gleich abzieht. Okay. Also man muss ja echt sagen, das Quarz mit dem Shader und so sieht richtig, richtig cool aus. Hier das Feuer, ja gut. Aber hier ist wirklich... Wobei, hier könnte doch noch rundherum was sein, oder? Warte. Da müsste ich, glaube ich, einmal hier vom Grundstück runter. Könnte hier noch was sein? Also hier, ah nee, da ist einfach nur noch ein Baum. Gut, Freunde, dann ist da wohl doch nichts. Hätte ja sein können. Nicht, dass wir hier das Wichtigste übersehen. Ey, Homo, schreibt er. Hast du Drogen genommen? Ob ich Drogen genommen habe, hat er mich gerade gefragt. Nein. Entspann dich bitte. Erstmal. Da soll sich mal ein bisschen beruhigen. Du läufst rum wie ein kopfloser Mongo. Was schreibt der denn bitte zu uns? Okay. Die Rüstung, also so richtig viel Rüstung bietet der ja nicht an. Ne? Der hat hier einen Rüstungsverkauf, Wilko. Und das Einzige, was hier ist, ist so eine Dia-Rüstung. Und hier oben muss wohl die richtig krasse Rüstung gewesen sein. Er schreibt, machen wir jetzt Business oder was? Also so verdammt böse, wie der drauf ist, Freunde. Das, was er macht, ist ganz klar verboten auf unserem Server. Das heißt also... Ja, ich bin hier gerade nochmal unten. Alter, das ist echt krass da unten, ne? Das ist echt krass da unten. Freunde, bleibt auf jeden Fall dran. Wenn das funktioniert, Alter, dann... Alter, dann ist aber vorbei. Ja, wirklich. So, ich gehe jetzt einfach runter. Ich gehe einfach runter. Alter. OP-Spitzhacke Effizienz 5. Ja gut, das ist ja eine normale, richtig geile Spitzhacke. Die kostet 18.000. Gut, für so eine krasse Spitzhacke ist das, glaube ich, auch ein ganz normaler Preis. Alter, der Banner sieht ja richtig cool aus. So voll die krassen Farben. Der Herbert, das ist ein Shop von einem ganz anderen User hier unten. Hier erst runter nach Bezahlung, schreibt er. Was? Warum denn nach Bezahlung? Was ist denn das? Ey! Ey, stopp mal. Da kann man noch rein. Nichts. Hat er das gerade zugebaut? Das baut er zu. Wilko, du hast vielleicht recht. Ich glaube, er macht das echt damit, ne? Ich kann das leider nicht abbauen, Freunde. Dann sieht er das ja. Komm, wir geben ihm jetzt einfach die Dracheneier, würde ich sagen. Jetzt haben wir ihm ein Stack Dracheneier gegeben. Und jetzt müsste er uns eigentlich das zeigen. Kann er hier nochmal hoch? Dann geht hier so ein Fluss, so ein kleiner Wasserfall runter. Aber nicht, dass hier irgendwas versteckt ist, ne? Kann er hier nochmal runter? Ich habe schon mal geschaut. Hier ist eigentlich nichts versteckt. Ey, er hat das jetzt wieder aufgemacht. Alter, sieht das krass aus hier, ne? Stopp. Ich komm runter. Guck dir das mal an, Philipp. Ich guck das schon die ganze Zeit so ein bisschen an. Oh Gott, hier sind überall Köpfe. Krass, wie viele Köpfe der hat. Das ist sogar dein Kopf und so. Krass. Die Köpfe sind auch relativ wertvoll, Freunde. Deswegen meine ich das. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das? Ich mach mal den Shader aus. Weil das kann man nicht richtig. Das ist alles so dunkel. Was ist das hier unten? Ich glaube echt, dass er das damit macht, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Freunde. Wir hatten schon mal so eine Art von Bug. Das haben wir alles gefixt. Also eigentlich. Aber das sieht schon krass aus, ne? Was ist das denn bitte? Alter! Das Ding ist, hier ist Crimson Chief. Hier verkauft er ein Gold-Ingot für 123. Wieso steht da 1, 2, 3? Das ist schon ein bisschen komisch. 1, 2, 3. Vielleicht ist das auch Zufall, aber warum sollte man genau ein Gold für 123 verkaufen? Ich verkaufe ja auch nicht meinen Diamant für 643 Euro, sondern für 600 oder für 700 oder für 750. Er schreibt, hallo, entweder jetzt oder nie. Was denn? Bereit? Er fragt, ob wir bereit sind, Wilko.
Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin. Sollen wir jetzt einfach sagen, Freunde, wollt ihr auch wissen? Also, wie gesagt, das ist jetzt eine krasse Ausnahme, dass wir das zeigen. Weil sowas machen wir eigentlich ohne Aufnahme, das heißt offscreen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das jetzt wirklich sehen wollt. Und dann würde ich einfach sagen, wir schreiben ihm jetzt. Ja, zeig her. Oder ja, fang an. So. 3, 2, 1. Was? Was ist das? Was ist das? Stopp. Aber noch passiert nichts, Wilko. Sein Dienst, Freunde, ihr wisst ja noch nicht, was er dann angeblich verkauft. Warte, ich mach die Sounds. Die Maschine muss erst warm laufen. Was passiert hier? Was labert er denn? Was passiert hier? 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott, und jetzt? Und jetzt? Hä? Oh mein Gott! Wilko, ich kriege ein Dauerschleifegeld! Was? Alter, so was? Verdoppelt der Geld? Was? Alter. Das funktioniert? So erhackt er sich Geld? Alter, ich kriege in Dauerschleife 123 Euro. Die ganze Zeit 123 Euro. 123 Alter. Euro. 123 Euro. 123 Euro. Wilko, es geht weiter. 123 Euro. Guckt euch das an. Alter, guckt euch an, wie viel Geld ich schon habe. Und Freunde, wir wollten es euch noch nicht erzählen. Der verkauft einen Service für verdoppeltes... Er macht weiter. Er macht weiter. Stopp mal. Ich guck mir jetzt mal an, wie viel Geld der hat. Warte. / Money Crimson... Wie wird jetzt Crimson... Achso, ich hab mit Crimson schief. Hä, er hat 1000. Hä? 1000. Er hat einfach immer noch 1000. Stopp mal. Er gibt mir jetzt wieder die ganze Zeit Geld. 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal. Das ist jetzt schon... Das müsste mehr als 1000 sein. Hä? Er gibt mir wirklich mehr als 1000. Stopp mal. Ich guck jetzt wieder, wie viel Geld er hat. / Money Crimson schief. Er hat immer noch 1000. Was? Stopp mal. Als Freunde, man kriegt 1000 Euro als Startgeld. Alter, stopp. Hier läuft irgendwas nicht richtig. Was ist das denn bitte? Dass diese Maschine, die kann ihm doch nicht sein Geld verdoppeln. Freunde, ich kenne mich ja... Mittlerweile kennen wir uns ja relativ gut mit Minecraft aus. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher. Schreibt aber trotzdem mal eure Meinung in die Kommentare. Ich krieg weiter Geld. Ich habe jetzt schon über 8000. Stopp mal, wir checken jetzt noch einmal sein Geld. Und wenn er immer noch auf 1000 ist, das kann ja gar nicht sein. Crimson Chief, er ist immer noch auf 1000. Er ist immer noch auf 1000. Er hat irgendwie einen verbuggten Geldstand. Vielleicht, Freunde, vielleicht. Ich möchte das jetzt einfach nur mal so sagen. Es kann ja sein, dass der einen verbuggten Account hat und so tut, als könnte er sich das ercheaten. Ich weiß nicht, ob diese Maschine ihm wirklich das Geld bringt. Ich werde auf jeden Fall, oder wir werden gleich nochmal mit unseren Entwicklern sprechen. Ich bin mir gerade extrem unsicher. Das Video kommt auch erst online, wenn wir das Ganze gefixt haben. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier nochmal ein Stück leiser. Freunde, ich lasse die Maschine extra gibt so das Ganze. Gibt er dir immer noch Geld? Er gibt mir immer noch Geld. Wilko, ich habe schon 12.000. Ich habe über 12.000. Wilko, das kann doch nicht sein. Ich habe schon einfach 13.000. Und das würde ja, Freunde, er hat versprochen, dass das den ganzen Tag über so geht. Und das im Gegenzug kriegt er dafür Dragon Eier. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie das jetzt weitergeht. Ich würde jetzt lieber nochmal gerne nachher schauen und später mal schauen, wie viel Geld wir haben. Aber ich würde sagen, Freunde, an dieser Stelle werde ich nochmal ganz kurz mit unseren Entwicklern sprechen. Wir melden uns dann in den Kommentaren. Ihr könnt ja mal schauen. Vielleicht schreiben wir euch dahin, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das war heute eine kleine Ausnahme, dass wir euch das gezeigt haben. Denkt an das iPhone X-Gewinnspiel und an den Mega-Oster-Sale noch im Shop. Der geht jetzt nur noch bis morgen. Deswegen checkt den ab. Und Wilko, hast du noch irgendwas zu sagen? Freunde, wir melden uns nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt mit unseren Entwicklern ein bisschen gesprochen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Server.
Und ich zeige euch mal, ich habe 1,2 Millionen Ingame-Geld. Freunde, ich bin jetzt fast der reichste Spieler auf dem Server. Und es hat sich aufgeklärt. Es lag nicht an seiner Maschine, sondern er hat einen verbuggten Account. Das passiert alle paar 10.000 Spieler quasi, dass sein Account eingefroren ist und dass er quasi unendlich Geld zur Verfügung hat. Und das Ganze wurde jetzt behoben, der Bug existiert jetzt nicht mehr auf dem Server. Das hat quasi auch jeder andere City-Build-Server. Es kommt aber es kommt eigentlich fast gar nicht vor, Freunde, weil es verdammt unwahrscheinlich ist. Aber wir haben das Problem jetzt auch gefixt, das heißt, es passiert nie wieder. Das heißt, diese komische Redstone-Maschine war einfach nur Fake. Das war quasi einfach nur zur Show, dass wir ihm auch die Dracheneier geben und er hat uns jetzt dieses unendliche Geld gegeben. So, also ich bin so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie ich darüber denken soll. Find's verdammt, verdammt scheiße von dem Spieler, dass er das Ganze ausgenutzt hat, Freunde. Eigentlich sollte man so cool drauf sein und das Ganze melden, aber wenn man so böse drauf ist und sowieso nur hier ist, um Leute ein bisschen zu ärgern, naja, Freunde, von solchen Leuten halten wir nichts. Er hat jetzt auch ein Bann dafür bekommen. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, Freunde, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen zu meinem neuen Video. Haut rein. Ciao.